Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christina Waist und heute geht es um das Thema Buchmarketing. Ich habe einen echten Experten da bei mir, den Jens Neubeck von den Sales Angels. Ihr habt über 300 Bestseller begleitet in den letzten 18 Monaten und mehr als 300.000 Bücher verkauft. Also das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und ja, herzlich willkommen, Jens. Ja, vielen Dank, Christina. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich sage danke an die. Und zwar, ich habe ja immer wieder Fragen von Leuten, die ihr Buch schreiben oder schreiben möchten. Wie geht es nach dem Buch weiter? Was passiert da? Wie schaffen sie das, dass sie auch die Früchte ihrer harten Arbeit ernten können? Also klassisches Buchmarketing. Und man denkt jetzt so, ja, das hat sofort was mit Poste zu tun und wo poste ich das Buch am besten? Das ist tatsächlich erst der nächste Schritt, weil so ein gutes Buchmarketing, das zeigt einfach so die Erfahrung. Du hast ja eben gesagt, mehr als 300 Bestseller begleitet. Und da haben wir einfach so für uns einen roten Faden rausgefunden, so eine Architektur von erfolgreichem Buchmarketing. Und die meisten Leute denken, das beginnt bei der Vermarktung. Ja, ich brauche jetzt irgendwie ein ganz geiles Vermarktungshack, dass mein Buch möglichst häufig gekauft wird. Das ist auch tatsächlich möglich. Allerdings, wir müssen hier aufpassen, dass wir die Dinge in der richtigen Reihenfolge tun. Das heißt, wirklich beim ersten Schritt anfangen, weil dort beginnt eigentlich schon tatsächlich eine sehr, sehr gute Vermarktung. Und deswegen würde ich gerne mal, was es ausmacht, gutes Buchmarketing zu machen. Ich würde dir gerne einfach mal so ein paar notwendige Schritte darstellen, dass man einfach so einen Zusammenhang hat. Ich meine, du kennst das Ganze, deine Kunden kennen das. Zunächst erstmal ist es immer wichtig, eine professionelle Analyse zu machen. Und die erste Frage ist natürlich die, warum tun wir das? Amazon ist eine Suchmaschine. Und das sehen wir immer daran, weil bei Amazon letztendlich eine, du darfst mir gerne noch den Bildschirm freigeben, dann, dass ich den Bildschirm teilen kann. Amazon ist eine Suchmaschine, das sieht man immer an dieser Leiste, wo die Leute Suchbegriffe mehr oder weniger eingeben. Und hier sieht man das Ganze. Das ist so genau das. Dort geben die Menschen ihre Suchbegriffe ein. Und Amazon möchte immer dem Kunden das bestmögliche Ergebnis anzeigen. Und deswegen ist es wichtig, zunächst erstmal zu schauen, was sind denn passende Suchbegriffe, die wirklich dazu passen, die auch meinem Kunden helfen, das Problem zu lösen. Bleiben wir bei dem Beispiel Selbstliebe lernen. Das heißt, im ersten Step schauen wir uns an, was sind denn die Keywords bei Amazon, um wirklich ein gutes Ergebnis zu bekommen. Also geben wir diese Keywords ein. Bei dir ist es ja so, dass du diese Analyse professionell machst und dass diese Analyse professionell durchgeführt wird, bevor du mit dem Inhalt rangehst. Ich möchte das einfach nur darstellen, dass man so die Zusammenhänge versteht. Wenn wir diese Keywords haben, ist es wichtig, dass wir hier diese Keywords in den Titel, aber auch in den Untertitel einarbeiten, genauso wie auch in die Buchbeschreibung. Warum tun wir das? Amazon möchte seinem Kunden das bestmögliche Ergebnis anzeigen. Schreibst du jetzt ein Buch, der feuerrote Liebesstuhl, dann weiß ja Amazon nicht, um was geht's denn in diesem Buch. Und wenn du jetzt aber sagst, was Selbstliebe mit dem feuerroten Liebesstuhl zu tun hat, lernt Amazon, es geht um das Thema Selbstliebe. Also ist es wichtig, dass wir genau diese Keywords, diese Begrifflichkeiten in den Titel, in den Untertitel und die Beschreibung einarbeiten, weil das wirkt sich positiv aus aufs organische Ranking. Das heißt also, wenn Menschen suchen, wirst du organisch angezeigt mit deinem Buch. Und es ist essentiell wichtig, denn ohne dieses organische Ranking, wie soll Amazon dich anzeigen? Das heißt, das ist mal schon der erste Vermarktungsschritt, nämlich die organische Positionierung, indem wir mit professionellen Keywords arbeiten. Der zweite Vermarktungsaspekt, klar, Inhaltserstellung, da spreche ich jetzt mit dir nicht drüber. Das wissen deine Kunden viel, viel besser. Das heißt, der Inhalt sollte natürlich zu den Suchbegriffen passen. Und man hat einfach die Möglichkeit, mit diesen Suchbegriffen zu arbeiten und zu schauen, was sind die wichtigen Themen, was du ja mit den Kunden machst. Der nächste Schritt in der Vermarktung ist dann das Publishen, das heißt das Veröffentlichen von dem Buch. Und dazu ist es wichtig, dass man sich einen kostenlosen Account bei Amazon macht, nämlich ein Kindle Direct Publishing Account und das KDP abgekürzt. Und dort stellen wir ein die elektronische Version, also das Kindle, aber auch die Taschenbuchversion.
Heißt, somit haben die Leute schon mal die Möglichkeit zu wählen zwischen elektronisch und Taschenbuch. Es ist heute immer noch so, dass circa 40% der Menschen eigentlich nach dem Kindle suchen, am Ende dann trotzdem ein Taschenbuch kaufen, weil einfach im Taschenbuch eine ganz andere Wertigkeit hat. Das heißt also, wir veröffentlichen das Buch im Eigenverlag, als Self-Publisher. Warum? Kommen wir gleich darauf zu sprechen, was das dann für einen Vorzug für dich als Publisher hat. Das heißt also, wir erstellen das Ganze über KDP und Amazon ist eine der wichtigsten Plattformen, gerade im Buchmarketing. Heißt, wenn du Amazon nicht berücksichtigst, dann kannst du dein Buch zumachen und kannst es in den Schreibtisch legen, dann wird es nämlich nicht gefunden. Amazon nimmt sich 70% des Buchmarktes. Das heißt, die letzten 30% werden aufgeteilt zwischen allen anderen Plattformen. Und Amazon ist aber hier der Größte. Das werden wir auch gleich sehen, was das für einen Vorzug hat. Im letzten Schritt, wenn wir dann das Buch veröffentlicht haben, müssen wir uns entscheiden, gerade bei der Inhaltserstellung, was ist denn überhaupt der Zweck des Buches? Warum haben wir das Buch rausgebracht? Wollen wir als Autor viel Geld verdienen? Wollen wir unsere Sichtbarkeit erhöhen? Oder wollen wir die Leute darauf sensibilisieren auf ein weiterführendes Angebot? Heißt also, wir lieben diese Möglichkeit, weiterführendes Angebot einzufließen, beispielsweise Selbstliebe. Dort haben wir ein Coaching-Programm, also können die Leute sich ein kostenloses Strategiegespräch eintragen und somit entführen wir uns die Menschen aus Amazon auf unsere Webseite. Das ist unglaublich mächtig, weil wir sagen, Bücher sind Mittel zum Zweck. Bücher sind Marketinginstrumente, wo wir die Leute entführen. Das heißt, essentiell für die Buchvermarktung, wie monetarisiere ich das eigentlich? Also wie verdiene ich damit überhaupt Geld? Für uns ist es so, dass wir sagen, die Bücher, die Einnahmen, die sind nur dafür da, um mehr Menschen darüber zu informieren und sie dann auf unsere Webseite zu entführen. Und zu guter Letzt, im letzten Schritt der Vermarktung, wir gehen dann gleich noch etwas tiefer rein, aber erstmal so von der Grundlage, was dann wichtig ist. Wir verdienen bei Amazon eine Tantieme. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Und diese Tantieme, die lassen wir uns nicht auszahlen, sondern wir reinvestieren einen großen Teil zurück in das Marketing. Wie sieht das aus? Also, wir sind auf Amazon veröffentlicht. Wir verdienen als Autor 70% Tantieme vom Verkaufspreis. Kostet also unser Buch 10 Euro. Abzüglich den Druckkosten sind bei jedem Buchverkauf circa 4,50 Euro, was wir verdienen. Dieses Geld lassen wir uns nicht auszahlen, sondern es wird unserem Guthabenkonto gutgeschrieben und wir reinvestieren es in Amazon Ads. Das ist Amazon Werbung. Das sind gesponserte Anzeigen bei Amazon. Dadurch klemmen wir unser Buch ganz nach oben zu relevanten Begriffen. Wenn es ganz oben steht, wird es öfter gekauft und somit verdienen wir immer mehr Geld. Weil im Durchschnitt kostet uns ein Buchverkauf lediglich 2 Euro über Amazon. Und jetzt muss ich kein Mathematikprofessor sein. Wenn ich 4,50 verdiene und 2 Euro kostet es mich, dann kann ich im nächsten Monat die Einnahme einfach größer machen und so weiter drehen. Das eigentliche Ziel des Ganzen ist es nämlich, dass wir die Menschen auf unsere Webseite entführen und sagen, alles klar, hol dir zum Beispiel das persönliche Beratungsgespräch mit mir. Weil damit verdienen wir unser Geld. Das heißt, das Buch ist ein Marketinginstrument. Es ist nur Mittel zum Zweck. Ich zeige dir später auch noch eine Fallstudie, aber das ist einfach mal so grundlegend von der Vermarktung. Das heißt, die Vermarktung beginnt eigentlich schon bei der Analyse, dann als Self-Publisher auf Amazon, als elektronische und Taschenbuchversion und dann vor allen Dingen den Call to Action einbinde, dass wir die Leute entführen können und Amazon Werbung schalte. Das heißt also, das Geld immer wieder drehe. Und jetzt können wir gerne in die Tiefe gehen. Das ist einfach mal für dich so ein paar grundlegende Dinge, dass man weiß, wie funktioniert eigentlich Buchmarketing. Genau, du hast jetzt eine ja wichtige Frage beantwortet, weil sehr oft von angehenden Autoren, die ihr Buch schreiben lassen oder selbst schreiben, kommt immer wieder die Frage auf, wird sich mein Thema überhaupt verkaufen lassen? Gibt es da Interesse? Und das ist natürlich keine Frage, die man irgendwie so nach Bauchgefühl beantwortet, sondern so wie du gesagt hast, da gibt es vorher eine eingehende Analyse, wo man sieht, okay, gibt es da überhaupt eine Nachfrage für dieses Thema? Und das gibt natürlich auch dann den Leuten, die ihr Buch veröffentlichen möchten, die Sicherheit, dass das dann später halt dann auch gekauft wird.
Jetzt weiß ich ja in dem Fall, dass du von uns die Analyse kriegst und wir machen das Ganze sehr, sehr akribisch, wo wir das Ganze auswerten. Also wir schauen uns die ganzen Faktoren auf dem Amazon-Markt an. Was sind gute Keywords? Wir identifizieren lukrative Nische. Wir erstellen schon mal einen Titel- und Untertitelvorschlag und wir geben auch schon mal Keywords rüber, die einfach eingearbeitet werden sollten in das Buch. Und somit ist es natürlich dann viel einfacher und man hat die Gewissheit, ja, dafür gibt es definitiv schon ein Potenzial. Genau, ja. Und oft kriege ich halt auch die Frage, vielleicht kannst du die beantworten, wie viel kann man sich erwarten, im Durchschnitt zu verdienen, wenn man so ein Buch verkauft auf Amazon? Also im Durchschnitt sind 70%, das hatte ich ja eben schon gesagt. Das verdient man pro Buchverkauf. Ich glaube, die Frage bezieht sich eher darauf, was ist mein zu erwartendes Einkommen mit einem Genau, Buch? ja. Es kommt halt natürlich sehr stark auf die Nische an. Also nicht jede Nische wird dir Tausende von Euro allein nur an Tantiemeinnahmen bringen. Die Frage ist auch hier, was ist der Zweck des Buches? Wenn du rein nur ein Buch veröffentlichst für Einnahmen, dann ist es wichtig, dass du eine so lukrative, starke Nische hast, dass dort ein Potenzial vorhanden ist. Machen wir das Beispiel Online-Marketing. Es ist jetzt nicht so eine riesige Nische, dass ich sage, da werde ich reich mit den Einnahmen. Das ist ein Mittel zum Zweck, weil ich daraus mein Coaching verkaufe. Das heißt also, man muss erst mal gucken, ist das Ganze überhaupt lukrativ genug? Es gibt so eine Faustformel. Bei Amazon, wenn wir jetzt einmal schauen auf dem Amazon-Marktplatz, dann kann man sich daran orientieren. Nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Garten. Also einfach nur als banales Beispiel, ich möchte jetzt mal schauen, inwieweit hier jetzt eine lukrative Nische zustande kommt. Ob das jetzt beim Thema Garten ist, das wird hier nicht. Wir machen jetzt einfach mal ein anderes Beispiel. Ich suche jetzt bewusst eine sehr starke Nische Fitness. Fitnessbuch. So, das wird es mit Sicherheit mit sein. Also da sieht man schon, dass hier sehr viel Lebe drin ist in dieser Kategorie. Und das Entscheidende ist hier, wenn man jetzt zum Beispiel hier drauf geht, zu schauen, gibt es Bücher, wie sind die platziert? Hier, das ist der Bestseller-Verkaufsrang. Und man sagt als Faustformel, wenn du in der Platzierung unter 10.000 dich wiederfindest, also dein Thema, wenn es mehrere Bücher unter 10.000 gibt, dann wirst du mit dem Buch so circa 1.000 bis 1.500 nur an Tantieme verdienen. Wenn du in der Region 5.000 bist, dann geht schon deine Einnahme so Richtung 3.000 bis 4.000 Euro. Und wenn du dich in den 1.000 findest, dann hast du schon deutliches Potenzial, zum Beispiel für 5.000 Euro nur über Amazon zu verdienen. Die Top 100, da sprechen wir dann über eine Größenordnung. Top 100 der Bücher, da sind wir dann schon bei zwischen 7 und 10.000 Euro, was möglich ist mit einem einzigen Buch. Und so staffelt sich das Ganze ein bisschen. Nicht jedes Buch schafft es aber in die Top 1000. Zum Beispiel, mein Buch Online-Marketing für Jedermann wird niemals in die Top 1000 kommen, weil es ist einfach nicht diese Nachfrage da. Online-Marketing ist ein Nischethema. Es ist kein Mainstream-Thema. Wenn du ein Mainstream-Thema hast, Selbstliebe oder Persönlichkeitsentwicklung oder Wissen zu Geld oder sonstiges, dann kann es gut passieren, dass du dort in diese Richtung reinkommst. Aber ansonsten würde ich mich von dem Gedanke komplett frei machen und ich würde einfach eher darauf achten, dass du dann im Buch einen starken Call to Action, eine Handlungsempfehlung hast und die Leute von Amazon auf deine Webseite entführst. Was kann das zum Beispiel sein? Wenn du ein Buch schreibst zu Selbstliebe, dann könntest du zum Beispiel eine Meditation reinmachen. Oder du könntest ein Workbook anbieten oder ein persönliches Beratungsgespräch oder durch die Möglichkeit, eine Facebook-Gruppe einfließen zu lassen. Also so, dass du danach noch etwas verdienst mit diesem Buch. Das ist immer wichtig für die Zielsetzung. Ich zeige dir das mal im konkreten Beispiel. Wir durften das Buch vom Ralf durften wir begleiten. Ralf ist mein Mentor, hat mir das Handwerk eines Online-Marketers beigebracht. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Buch als Kindle-Version und auch als Taschenbuchversion rausgebracht. Das war im Februar 21, bewertet ist hier bis zum Oktober 21. Und wir haben in diesem Zeitraum 24.000 Euro Tantieme verdient. Mit rein dem Buchverkauf diese 70%.
Das Geld haben wir nicht genommen und haben es ausgezahlt, sondern haben es reinvestiert, ihn gesponsert, immer wieder das Buch ganz oben angeklemmt und immer wieder neue Bücher verkauft. Und das war auch der Grund, warum wir immer wieder Bestseller geworden sind und das Ganze immer wieder bestätigt haben und den Kreislauf immer größer gemacht haben. Das eigentliche Ziel war es nämlich nicht, dass wir viel Geld mit dem Buch verdienen, sondern dass wir die Menschen auf ein Beratungsgespräch entführen, wo sie sich für eine Zusammenarbeit mit dem Ralf entscheiden können. Und hier sieht man, in dem Zeitraum von März bis im Oktober haben wir 67 Mal ein hochpreisiges Produkt verkauft. Und es waren für mich, das ist meine Digistore-ID, 187.000 Euro Provision. Und das war nur mein Anteil als Partner vom Ralf. Jetzt kannst du ausrechnen, was er verdient hat und warum diese 24.000 Euro nur Mittel zum Zweck waren, um einfach diesen Kreislauf zu drehen. Das heißt, es gibt zwei Entscheidungen. Entweder ich will damit wirklich als professioneller Autor Geld verdienen, dann sollte ich schauen, dass ich gut in der Bestsellerliste platziert bin. Erstens. Oder ich habe einen wertvollen Call to Action, wo ich daraus dann weitaus mehr verdiene als rein die Tantieme. Wow, ja. Du hast jetzt dann schon einige Vorteile von Amazon aufgezählt, weil ich höre natürlich ja immer wieder die Frage von Leuten, die sagen, sie sind Amazon gegenüber ein bisschen skeptisch und tendieren mehr dazu, ihr Buch klassisch über einen Buchverlag zu verkaufen. Kannst du da nochmal kurz darauf eingehen, warum Amazon, welche Vorteile es bietet und warum es wirklich ja, also empfehlenswert ist? Also Amazon ist einfach die mächtigste Buchplattform. Das ist mal so zum Ersten. Und zweitens, wenn du einen klassischen Verlag suchst und nichts gegen Verlage, das hat seine Berechtigung, aber wenn du einen klassischen Verlag hast, dann kriegst du als Erstautor meistens einen Vertrag, wo sich dein Honorar bei 10% beläuft. Das heißt, du kriegst vom Verkaufspreis 10%. Das ist nicht unbedingt wirklich viel. Wenn man jetzt dann nämlich noch als nächstes schaut, die Buchpreisbindung, meistens bewegen sich diese Bücher zwischen 19 und 25 Euro. Das muss der Verlag machen, weil ansonsten kriegt er seine Kosten nicht gedeckt. Jetzt kriegst du 10% davon, das sind 2 Euro. Das ist erstens mal fürs Marketing unglaublich schwierig, weil eben haben wir gemerkt, 2 Euro kostet uns ein Buchkauf. Und es kann auch mal 2,50 € oder 3 € sein. Und dann lege ich schon mal bei jedem Buchkauf drauf. Das ist mal so das Erste. Das Zweite, ich habe einfach nicht diese Handhabungsfreiheit, weil der Verlag sagt mir, was für ein Titel, was für ein Untertitel, alles das. Das heißt, es ist ratsam, sowohl als auch in Betracht zu ziehen, also auf Amazon zu bringen und immer als Gedanke für dich im Hinterkopf behalte, die elektronische Version und die Softcover-Version, also das Taschenbuch, das bleibt in deiner eigenen Hand. Das Hardcover-Buch, also ein harter Einband, das kannst du dann gerne an den Verlag geben und letztendlich damit arbeiten. Fürs Marketing ist ein Verlagsbuch unglaublich schwierig. Warum? Jetzt stell dir vor, es kommt ein Buch raus, das kostet 19,95 €. Und wenn ein Buch rauskommt, hat es ja null Bewertungen. Und ich habe ein Buch hingegen, das kostet aber jetzt nur 14,95 € und hat aber irgendwie schon 300 Bewertungen. Zu welchem Buch werden die Leute tendenziell greifen? Wahrscheinlich zu dem günstigen Buch mit vielen Bewertungen. Heißt also, das Marketing ist schon mal sehr eingeschränkt. Und deswegen würde ich empfehlen, man muss immer so differenzieren. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Es ist halt die Frage, was ist der Zweck? Wenn ich heute ein Verlagsbuch rausbringen möchte, dann dauert es oftmals sehr viele Monate. Und diese Bücher sind Marketingbücher. Das heißt also, wir wollen damit schnell Geld verdienen. Wir wollen damit das monetarisieren. Wir wollen also das Buch dazu nutzen, um neue Kunden zu generieren, nicht um unser Prestige aufzubessern. Das ist mal so der erste Faktor. Wenn wir uns dann über die konkreten Vorzüge von Amazon unterhalten, das möchte ich dir einmal kurz darstellen. Und zwar, Amazon hat mehr Kreditkarteninformationen als Facebook-User. Mehr Kreditkarteninformationen als Facebook-User. Amazon hat mehr Prime-Kunden, die für die Mitgliedschaft bezahlen, als Instagram-User. Allein diese zwei Zahlen sollten uns schon dazu animieren, uns mit Amazon zu beschäftigen. Und es ist unumstritten, dass Amazon wahrscheinlich die größte Marketingplattform ist, die es gibt. Was macht Amazon? Amazon ist suchmaschinenoptimiert.
Nicht nur auf Amazon, sondern in weitere Suchmaschinen wie Google. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen. Jedes Produkt, das bei Amazon ist, ist auch bei Google zu finden. Amazon hat mehr als 500.000 Partner, die jeden Tag aktiv Werbung machen für Amazon-Produkte. Kein Partner, kein Anbieter dieser Welt hat so viele aktive Partner, die Produkte von der Plattform empfehlen. Das heißt, auch da eine unglaubliche Reichweite möglich. Es ist verkaufsoptimiert, weil jeder, der kennt Amazon. Und wenn du auf Amazon gehst und etwas eingibst, die Oberfläche ist bekannt und du überlegst nicht, ja, will ich mich jetzt mit Freunden noch austauschen? Nein, du kaufst, weil du hast meistens sogar deine Kreditkarte schon hinterlegt, du drückst drauf und das war's. Das heißt, es ist sehr einfach, diesen Ablauf. Amazon hat alle Features, die ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen, nämlich Bewertungen, nämlich um was geht's, ein Cover, den Inhalt, ein Blick ins Buch, alles das ist von Amazon schon zur Verfügung gestellt. Es hat eine unglaublich hohe Trust. Und das hier sind wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren. Amazon schaltet für dich bezahlte Google AdWords Werbung. Das heißt, Amazon gibt dir für Geld aus, dass dein Produkt noch bekannter wird. Da musst du nichts dafür bezahlen. Des Weiteren, Amazon schaltet für dich Facebook Werbung. Dafür bezahlst du ebenfalls nichts. Das macht Amazon für dich. Und Amazon macht für dich E-Mail-Marketing. Vielleicht hast du schon mal erlebt, du hast ein Produkt gekauft und ein paar Tage später kommt, hey, dich könnte auch dieses Produkt interessieren. Und das ist einfach ein unglaublicher Vorzug von Amazon, weil als bringst du das Buch auf andere Plattformen raus, das ist dann der nächste Schritt, das kann man machen, aber wenn du das als ersten Schritt machst, dir fehlen halt diese gesamten Maßnahmen von Amazon. Und deswegen, da darf man gern über sein Ego etwas drüber springen und darf einfach für sich entscheiden, ob Amazon nicht vielleicht doch eine sehr interessante Plattform ist, um die zu bestücken. Ich glaube, ohne Amazon Buchmarketing zu betreiben, ist unfassbar schwer. Und wie ist das, weil du eben sagst, jetzt an Buchmarketing und jetzt haben wir eben die ganzen Vorteile von Amazon besprochen. Wenn jetzt sich jemand entscheidet, okay, er möchte das Buch über Amazon verkaufen, da ist natürlich dann die Frage, wie schaut es mit diesen ganzen technischen Hürden aus, wenn sich da jemand überhaupt nicht damit auskennt? Ihr unterstützt ja da die Personen dabei. Genau, richtig. Also es gibt die Möglichkeit, dass die Leute von uns einen persönlichen Ansprechpartner bekommen und wir sie begleiten bei diesem Prozess. Sei es technischer Natur, sei es einfach auch nochmal zu schauen, was passiert nach dem Link, also was ist dahinter dran. Da gibt es ja dann auch verschiedenste Möglichkeiten, aber auch für die Amazon-Werbung und weitere Vermarktungsstrategien. Amazon-Werbung, das ist eine Vermarktungsstrategie und es gibt weitaus mehr Vermarktungsstrategien. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss einfach nur die Tricks kenne, um sein Buch kontinuierlich dafür zu sorgen, dass es immer wieder verkauft wird. Weil es ist schade drum, wenn ein Buch rauskommt und es wird einfach nicht verkauft. Und genau an diesem Punkt setzen wir an und begleiten Menschen dabei mit eben den Sales Angel, mit unserem Unternehmen, wo wir einfach dafür sorgen, dass diese Menschen erstens ihren Bestseller in Hände halten, dass sie sich nicht mit der Technik rumschlagen müssen und dass sie diese Erfahrung, die wir gesammelt haben, die letzten Jahre, dass sie einfach sich Zeit und Geld sparen und nicht Fehler machen. Denn so eine Sache ist, wenn du heute da ein Buch über einen Verlag rausbringst, dann ist das Buch gebunden. Das heißt, du hast keine Rechte mehr an diesem Buch, das in einer anderen Art und Weise zu veröffentlichen. Und vielleicht wollen wir irgendwann mal in Betracht ziehen, dass wir das Buch als Free Plus Shipping Buch anbieten. Können wir aber dann nicht mehr, weil wir sind gebunden an das Ganze und wir haben vielleicht eine Laufzeit von 3 Jahren. Alles das sind so Dinge, wo man einfach schauen muss, wie ist strategisch das Konzept, wie macht das Ganze Sinn und in welche Richtung geht das Ganze, dass man wirklich eine klare Strategie hat, wo soll die Reise hingehen und das Ganze als komplett betrachtet und nicht nur das Buch alleinstehend. Das Buch ist ein wichtiges Instrument, aber immer das Komplette betrachtet und zu schauen, wo geht die Reise dann entsprechend hin? Und genau bei diesem Weg begleiten wir unsere Kunden. Du hast es ja selbst erlebt, wie wir diese Leute dabei begleiten, dass eben genau solche Konzepte, solche Prozesse realisiert werden. Ja, genau. Deswegen sage ich ja immer zu den Leuten, die von mir das Buch schreiben lassen, das Buch allein ist noch nicht der Erfolg, den sie sich vorstellen, sondern das Buchmarketing ist ein essentieller Bestandteil davon und der beginnt schon
Schon sogar bevor das Buch geschrieben wird. Exakt. Und so wie du sagst, es ist eben diese Reise und da muss man sich vorher schon Gedanken drum machen und sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich denke auch, dass ihr da wirklich mit eurer jahrelangen Erfahrung im Buchmarketing und Amazon ein sehr guter Ansprechpartner seid. Und genau, also auf jeden Fall danke für dieses Interview heute. Wenn sich jemand für dieses Buchmarketing interessiert mit den Sales Angels unter dem Video, gibt es einen Button. Da könnt ihr euch anmelden für ein kostenloses Erstgespräch mit den Sales Angels und genau. In dem Gespräch geht es halt darum, schauen wir uns das Potenzial an, gucken, okay, wie sieht die Strategie wirklich sinnvollerweise aus, was machen wir mit dieser Strategie und besprechen dann auch persönlich die nächsten Schritte. Das Ganze ist kostenlos und unverbindlich. Das hatten wir ja besprochen gehabt, dass wir das eben anbieten. Also jeder, der sagt, Buchmarketing, das interessiert mich, der kann sich mit uns kostenlos in Verbindung setzen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie das Konzept aussieht und besprechen dann persönlich die nächsten Schritte und begleiten dabei. Super, ja. Danke dir auf jeden Fall, Jens, für das Interview, für deine Sehr, ganzen sehr gerne. Infos.